Es ist wieder soweit. Wir sind unterwegs und die Wildnis ruft. Wir sind in Alaska. Ich sage herzlich willkommen. Und wenn ihr uns auf unseren Abenteuern begleiten wollt, dann bleibt dran. Nachdem wir gut in Anchorage gelandet waren, haben wir unseren Truck-Camper, von allen nur Daisy genannt, bei Go North abgeholt und uns erstmal für die nächsten Tage mit Lebensmitteln eingedeckt. Nach unserer ersten Nacht machten wir uns bereits früh auf dem Weg in Richtung Kenai-Halbinsel. Und bereits nach wenigen Kilometern ist man direkt von einer wunderschönen Natur umgeben. Überall möchten wir direkt stehen bleiben, Fotos machen und die Landschaft genießen. Wow! Wir sind erst so kurz aus der Stadt raus und schon jetzt absolut geflasht und gespannt, was uns auf dieser Reise noch so alles erwartet. Spoiler: An Tierbegegnungen wird es uns nicht mangeln. Den Virgin Creek Falls Trail steuerten wir auf unserem Weg Richtung Homer an, für etwas Abwechslung zum Fahren und um im wunderschönen Alaska anzukommen. Highlight waren hier natürlich die Wasserfälle, an denen wir sicher unzählige Fotos geschossen haben. Wir probierten einige Blickwinkel aus und haben für unsere Live-Berichterstattung auf Instagram ein paar Stories gedreht. Dann ging es auch schon wieder zu unserer Daisy, denn wir hatten noch knapp 190 Meilen entlang des Seaward Highways vor uns. Wir haben Anchorage heute am frühen Morgen verlassen und auf dem Weg hier auf die Kenai-Halbinsel auch schon richtig coole Spots entdeckt. Wir haben Beluga-Wale gesehen, wir haben ganz tolle Fjordlandschaften gesehen. Die Landschaft hier ist einfach ein Traum. Jetzt auf der Kenai-Halbinsel sind wir auf dem Weg in Richtung Huma. Und zwar durchqueren wir jetzt gleich die aktuelle Feierzone rund um das Swan Lake Fire und wir zeigen euch auch hier ein paar Eindrücke. Je nach Windrichtung oder Ausbreitung der Feuer wurde der Highway gesperrt und es gab tagelang kein Durchkommen. Wir wurden in kleinen Gruppen von der Feuerwehr durch die Feuerzonen geleitet und konnten damit unsere Fahrt wie geplant fortsetzen. Wir sind angekommen am Meer, angekommen in Huma, zwar bei leichtem Regen, aber das ist uns ganz egal. Für uns geht's jetzt ab zum Campground und da haben wir heute einen ganz, ganz besonderen ausgesucht und da geht's jetzt für uns hin. Wir haben es geschafft. Und schaut euch mal bitte diesen genialen Ausblick da hinten an. Wir sind, ja, und damit glaube ich, verrate ich nicht zu viel, auf dem wohl schönsten Campground unserer Reise angekommen, weil diese Aussicht gibt's wohl kein zweites Mal. Die gibt's nur hier in Homer. Denn Homer ist der westlichste Küstenort, der mit dem Alaska Highway System überhaupt erreicht werden kann. Dieser endet dann auf dem Homer Spit in der Nähe der Fähranleger, also dem Tor zum Katmai Nationalpark und der Ketchumak Bay. Und wie ihr wisst, heißt unser Truck Camper Daisy. Und wie Daisy genau von innen aussieht, das zeige ich euch jetzt. Das ist sie. Hier starten wir mit der hinteren Türe. Und wir gehen gemeinsam hinein.
eine Moskitotür haben wir noch. Und das ist er, der Eingang. Wir haben hier zu unserer Linken direkt eine kleine, feine Küche mit Herd und Ofen. Auf der rechten Seite eine super coole Sitzecke mit zwei Bänken, einem Tisch. Wir haben hier alles, was wir brauchen, perfekt gemacht. Mit reichlich Staufläche hier oben entlang. Verteilt sich wirklich hier über den ganzen Camper. Und naja, geradeaus haben wir dann sozusagen das Herzstück des Bettchen. Auch wirklich sehr, sehr groß. 1,40 oder 1,60 ist es. Also man hat hier wirklich genügend Platz, um zu schlafen. Dann gehe ich wieder ein Stückchen zurück und wir haben hier oben einen Gefrierschrank. Hier haben wir unseren Kühlschrank. Und hinter dieser Tür hier verbirgt sich unser kleines, feines Badezimmer mit Dusche, Toilette und eben alles, was man so braucht. Ja, ihr Lieben, das ist sie, unsere Daisy. Daisy hat wirklich alles, was wir brauchen und mit ihr werden wir richtig geile Abenteuer erleben. Ich liefere mal noch ein paar Details zu unserer Daisy. Wir haben hier einen Ford F350 mit 6,3 Litern und knappen 400 PS. Wir sind 4 Meter hoch und circa 8 Meter lang. Heute ist Zeit für etwas ganz, ganz Großes. Das Wetter stimmt, blauer Himmel, die Sonne kommt schon hervor. Es ist noch etwas frisch, aber das ist heute ganz egal. Denn heute geht es für uns in den Katmai Nationalpark. Mit dem Wasserflugzeug fliegen wir gleich mitten ins Bärengebiet und sehen roundabout 30 bis 40 Grizzlies, wie uns gestern gesagt wurde. Und da rede ich nicht von Zoo. Nein, wir gehen mit den Bären wandern. Wir sind komplett in Outdoor-Ausrüstung. Wir freuen uns abartig auf diesen Tag. Ready for takeoff. Da hinten steht unser kleines Wasserflugzeug, fliegt uns jetzt gleich direkt in den Katmai Nationalpark und ja, straightly to the beach. Wir haben gerade eine richtig krasse Sicherheitsinfo gekriegt, wie man ein Satellitentelefon bedient, was zu tun ist, wenn uns ein Bär attackiert und ich dachte direkt wieder, oh mein Gott, was mache ich hier eigentlich? Aber es ist egal, es wird ein mega, mega Tag werden und schauen wir, was da passiert. So, unsere kleine Gruppe mit 8 Personen war jetzt also startklar für einen ganzen Tag voll Abenteuer. Wir heben ab und fliegen etwa für eine Stunde mitten rein in den Katmai Nationalpark. Dieser ist generell nur per gechartertem Wasserflugzeug erreichbar. Während des Flugs haben wir anfangs noch über dem Wasser nach Walen, später dann über dem Land bereits nach Bären Ausschau gehalten. Also noch aus einer sicheren Entfernung. Dabei haben wir auch immer schon ein paar Angler gesehen, die einfach zwischen den ganzen Bären standen und ein paar Lachse fangen wollten. Das Gebiet ist nämlich neben den Braunbären auch für die tollen Lachse bekannt. Absolut lebensmüde, haben wir gesagt. So dicht bei den Bären zu stehen. Nichts ahnend, nur wenig später mindestens genauso dicht an den Bären zu sein. Unser Pilot sucht eine geeignete Stelle mitten im Nirgendwo, dafür mit viel Bärenaktivität, zum Landen aus und hat uns sicher runtergebracht. Jetzt heißt es, let the adventure begin. Gerade erst gelandet und ein paar Meter gelaufen, haben wir schon unsere ersten Sichtungen. Ach, was sage ich, Begegnungen mit Bären gemacht. Wir hätten uns im Traum nicht ausmalen können, was das für ein krasses Gefühl ist, mitten in der Natur zwischen Bären zu sein. Und ich muss zugeben, zuerst ein unwohles. Doch mit der Zeit hat man sich daran gewöhnt.
Man wurde irgendwie akzeptiert. Die Bären haben uns zwar wahrgenommen, aber uns kaum Beachtung geschenkt. Würde ich an deren Stelle aber wohl auch, bei so viel leckerem Essen um mich herum. In unserem kleinen Grüppchen standen wir nun da und manchmal bis auf nur 10 Meter entfernt die Bären. Aber solange unser Guide entspannt war, waren wir das wohl auch. Mittendrin im Katmai-Nationalpark sind wir jetzt schon einige Meter mit den Bären gewandert, haben gegessen, wo rechts Bären waren und links Bären waren. Wir wussten gar nicht, wo wir kommen sollten und jetzt geht's weiter. Wir latschen hier immer weiter durch die Wildnis, immer auf der Suche nach den nächsten Bären. Hier ist richtig hohes Gras. Überall sieht man Mulden, wo die Bären anscheinend drin liegen, schlafen, wie auch immer. Und es ist echt, ja, Abenteuer und Wildnis pur. Als wir hier zwei Kleine und deren Mutter entdeckten, haben wir beschlossen, hier kurz zu bleiben, selbst eine Kleinigkeit zu essen, unter strengen Vorschriften vom Guide, und das Geschehen zu beobachten. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an Lance von Emerald Air Service, der nicht nur gut auf uns und die Bären aufgepasst hat, sondern auch immer viel erklärt hat. Ging unser Tag langsam zu Ende. Und ich kann nur festhalten, dass sich dieser Ausflug einfach sowas von gelohnt hat. Was wir hier erlebt und gesehen haben, war der Wahnsinn. Das Satellitentelefon haben wir glücklicherweise auch nicht gebraucht. Der Tag war so erlebnisreich, dass wir alle aus der Gruppe auf dem Rückflug ständig eingeschlafen sind. Außer natürlich der Pilot. Der hatte sich den Tag über einen netten Angelausflug gemacht und konnte vor lauter Vorfreude an seine Beute wohl nicht ans Schlafen denken. Einen wunderschönen guten Morgen hier vom Humaspit. Die Sonne ist gerade aufgegangen und wir machen uns jetzt auf zu unserem ganz persönlichen Boottaxi, was wir uns bestellt haben. Denn für uns geht's heute in den Kachemike Bay State Park zum, ja, wie soll ich sagen, Hiking in the Wild. Auf diesem Boot wurden wir nun mit zwei anderen Fahrgästen, Bauarbeiter, die hier irgendwo ein Haus bauen,
zu unserem Ziel gebracht. Diese wurden also woanders abgesetzt und für uns ging es noch ein ganzes Stückchen weiter. Ganz alleine, irgendwo ausgesetzt, haben wir uns dann mal wieder gefragt, was machen wir hier eigentlich schon wieder? Naja, vereinbart war, dass wir irgendwann später am Tag auf der anderen Seite der Halbinsel wieder abgeholt werden sollten. Mal sehen, ob das alles so klappt. Da hinten fährt sie hin, unsere Verbindung zur Zivilisation. Stunden unterwegs und ich sag euch, wir sind immer noch nicht am Gipfel angekommen. Wir laufen und laufen und laufen und es ist immer verdammt steil und hinter jedem Berg, den wir erklommen haben, denken wir, ja, das war's jetzt, jetzt haben wir es geschafft. Aber nein, schaut mal, das da ist das Ziel. Aber auch das werden wir schaffen, das ist hier wirklich der letzte Anstieg. Hoffen wir, beziehungsweise eigentlich sind wir uns sicher. Und dann geht's abwärts. Angekommen hier oben auf dem Gipfel und dieser Rundumblick entschädigt einfach für den ganzen strapazenmäßigen Aufstieg, denn das war es wirklich. Es war echt keine Wanderung mehr, es war vielmehr ein Bushwalk. Wir mussten uns rechts und links durch das Gestrüpp schleppen, damit wir überhaupt hier oben ankommen, aber wir haben es geschafft, wir sind mega stolz und können hier echt ganz, ganz tolle Ausblicke genießen. I woke up feeling on top of the world, like nothing's ever gonna bring me down. This feeling got me flying high as a bird. I may never touch the ground. Ich habe mich wirklich ganz, ganz selten über den Geruch von Meer und Fisch so sehr gefreut wie in diesem Augenblick. Wir haben es geschafft. Der Grace Ridge Trail ist bezwungen. Wir sind ziemlich fertig und einfach froh, dass wir jetzt hier wieder am Meer sind. 1000 Höhenmeter, knappe 16,5 Kilometer und 8 Stunden später haben wir es geschafft. I just want to celebrate. Und auch unsere terminierte Abholung hat wie geplant geklappt. Wir waren echt happy und konnten den Abend gemütlich in unserer Daisy ausklingen lassen. All night. Zurück Richtung Seaward verlief unproblematisch. Und auch das gesamte Camper-Dasein ist hier einfach unkompliziert. Den Trail River Campground hier hatten wir zum Beispiel online reserviert und bezahlt. Man erhält eine Platznummer zugewiesen und vor Ort stellt man sich dann einfach dorthin.
Die Plätze hier sind alle sehr ruhig gelegen, durch Bäume von weiteren Plätzen getrennt und haben meist eine eigene Picknickbank sowie eine kleine Feuerstelle. Wegen der aktuellen Trockenheit und den sowieso schon vielen Waldbränden durfte man diese allerdings nicht benutzen. Wir sind angekommen, kurz vor Seaboard am Trail River Campground. Und wie man hinter mir unschwer erkennen kann, der Fluss ist hier definitiv zu sehen. Um uns herum ganz toll angespülte Baumstämme, ganz viel Wald und es ist einfach richtig, richtig schön. Wir können eine wunderschöne Abendstimmung genießen. Wir haben wieder wunderschönes Wetter bestellt und sind jetzt schon ganz früh am Morgen hier am Hafen von Seaward. Und heute geht's für uns auf eine Glacier and Wildlife Cruise und wir sind schon ganz gespannt, was wir sehen werden. Hoffentlich viele Wale, Orcas vielleicht, viele Sea Lions oder auch Vögel. Mal schauen! In den Fjord hineingefahren und stehen jetzt hier vor einem riesengroßen Gletscher. Treibeis ist im Fjord drin, wir haben Robben auf dem Eis und es ist einfach ein absoluter Traum. Wir haben den Tag sehr genossen, sind nach unserer Tour zurück zum Campground gefahren und haben mal wieder richtig gut geschlafen. Letzte Nacht hat es geregnet. Wir haben es auf unserem kleinen Truck-Camper-Fenster gehört, aber dadurch haben wir richtig, richtig gut geschlafen. Wir verlassen jetzt unseren traumhaften Platz hier mitten im Wald und dann geht es für uns weiter in die, ja, sagen wir mal, richtige Wildnis. Heute steht der Hatcher's Pass auf unserem Programm. Den Hatcher Pass haben wir uns besonders gefreut. Haben uns die Bilder von hier doch schon vorab so begeistert. Die Straße über dem Pass hat ihre Ursache in der Suche nach Gold. Heute freuen wir uns über tolle Wanderwege und Abenteuer, die von hier unternommen werden können. Wir sind angekommen hier hoch oben am Hatcher's Pass. Und wir wurden nicht enttäuscht. Es ist wirklich wunderschön hier. Leider spielte nur das Wetter hier oben auf etwa 1150 Meter nicht so recht mit. Es war etwas unberechenbar, alles matschig und dabei wollten wir doch gleich noch eine Tour mit unserem Zelt zu den Reed Lakes starten. Wir haben etwas abgewartet und sind sogar kurz bis zum Trailhead gefahren. Ja, wie man sieht, das Wetter macht uns heute leider einen kleinen Strich durch die Rechnung. Alles ist nass, alles ist matschig, denn die ganze Nacht hat es geregnet und es regnet auch immer wieder in kleineren Schauern und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, unsere heutige 15 Kilometer Wanderung sausen zu lassen, weil es einfach nichts bringt und sind stattdessen jetzt hier hoch zur Independence Mine gefahren. Hier soll es ein paar richtig coole Fotospots geben und
die schauen wir uns dann jetzt mal an. Wir konnten einige tolle Fotos an der alten Mine schießen. Hier wurden übrigens insgesamt etwa 14 Tonnen Gold gefördert. Naja, und wir waren ganz froh, nicht mit unserem Zelt losgelaufen zu sein. Es hat sehr viel geregnet und wir haben dann unsere Nacht gemütlich im Camper verbracht, ehe es am nächsten Morgen für uns weiter in den größten Nationalpark der USA ging. Und schon jetzt mitten in der Wildnis der Nabesna Road. Vor uns liegen knappe 40 Meilen Wildnis und Abenteuer pur und wir suchen uns jetzt mal einen Schlafplatz für die Nacht. Wir an der Nabesna Road an unserem ersten Schlafplatz. Es ist einfach wunderschön, es ist Wildnis pur. Da hinten ist ein kleiner See, an dem es sogar Elche morgens zu gucken geben soll. Ich bin total gespannt. Das Einzige, was hier wirklich nervig ist, sind die Mücken. Hier sind nämlich gefühlte 100.000, aber das ist ein absolutes Alaska-Problem. Und bisher sind wir einfach total verschont geblieben, aber jetzt wird das richtig schlimm. Wir haben bis hierhin ja schon so viel gesehen, aber ein Elch blieb uns auch an diesem Morgen weiterhin verborgen. Unser erster voller Tag hier im Nationalpark und wir haben einfach mal bestes Wetter bestellt. Es ist wirklich ein Traum, wenn nur diese scheiß Mücken nicht wären. Das ist echt abartig. Wir machen uns jetzt auf den Caribou Creek Trail und sind ganz gespannt, was uns erwartet. It's the coldest hand to run down this land where the ocean lands. Es ist Mittag und wir sind an unserem heutigen Tagesziel angekommen. Der Cabin am Caribou Creek Trail. Wir haben hier echt eine wundervolle Aussicht. Die Bergwelt des Nationalparks rund um uns herum, die weißen Gipfel im Hintergrund. Und wir können von hier echt eine ganz, ganz wundervolle Aussicht genießen. They're going down for love and love is free. 9 der 16 höchsten Berge der Vereinigten Staaten liegen hier im Wrangell St. Elias Nationalpark, welcher sich auf fast 50.000 Quadratkilometer erstreckt. Innerhalb dieser Grenzen befinden sich unzählige Gletscher. Uns gefällt es hier richtig gut. Anders als die meisten anderen Nationalparks hier in Alaska, kann man diesen hier verhältnismäßig gut erreichen. Im Park selbst jedoch gibt es nur 2 kurze Straßenabschnitte. Von vielen Vermietern gibt es hier zudem noch ein Verbot, diese überhaupt zu befahren. Wir waren froh, mit unserer Daisy die Nabesna Road befahren zu dürfen, denn es ist wirklich toll hier. It's the furthest sun, the gone done for love. It's a pulsing shot. Caribou Creek Trail haben wir mal locker geschafft, haben jetzt hier einen wunderschönen Nachmittag verbracht. Wir haben nämlich die Location gewechselt. Wir stehen jetzt auf dem einzigen offiziellen Campground, den es hier entlang der Nabesna Road gibt und wir haben uns hier ein richtig, richtig schönes Plätzchen mitten in der Wildnis ausgesucht. They're going down for love and love is free.
Euer Tag in Alaska ist angebrochen. Tja, und eigentlich hatten wir mal wieder eine kleine feine Wanderung auf dem Programm, aber die Straße, wo wir hin müssen, ist leider geschlossen aufgrund schlechten Zustands oder was auch immer. Also muss mal wieder Plan B her und wir schauen mal, was wir jetzt heute noch Schönes machen. Erstmal fahren wir also wieder in die entgegengesetzte Richtung. Wir sehen auf dem Weg ein paar Menschen, die hier leben. Und wie soll man hier besser mal eben was einkaufen gehen als mit dem Flugzeug? Wir hingegen fuhren mit unserer Daisy die Schotterpiste entlang. Wir genießen aber die Ruhe hier vor Ort und die Natur, hielten hier und da für ein paar Aufnahmen und verbrachten noch ein, zwei Tage im Park. Etwa 160 Meilen hatten wir nun vor uns, ehe wir den Tangle Lakes Campground am Denali Highway erreichen würden. Wir waren schon sehr gespannt auf die ganzen Farben und den Ausblick, der uns dort erwarten würde. Damit sind wir nun offiziell eingecheckt hier am Tangle Lakes Campground, direkt neben dem Denali Highway. Und naja, er empfängt uns mit etwas regnerischem Wetter, aber wir machen das Beste draus. Wir haben noch etwas die Gegend erkundet und uns anschließend noch einen gemütlichen Abend im Camper gemacht. Einen wunderschönen guten Morgen hier vom Tangle Lakes Campground. Naja, wir sind schon wieder abfahrfertig, wie ihr seht, denn es ist einfach nur neblig. Man kann vielleicht 200 Meter sehen. Es ist eine absolute Wolkenbrühe. Es ist super schade, weil der Weg ist eigentlich richtig schön, richtig farbenfroh. Wir schauen mal, ob sich das Wetter vielleicht gleich bessert. Fakt ist, wir müssen zum Denali, also let's do it! Nun schnell wussten wir, dass es die richtige Entscheidung war, loszufahren. Einige Kilometer weiter entlang des Denali Highways haben wir die Wolkenbrühe hinter uns gelassen und konnten die volle Farbenpracht genießen. Sofort haben wir unsere Kameras gezückt, um viele Fotos und Aufnahmen zu knipsen. Denali Highway ist 218 Kilometer lang und verbindet Paxson und Cantwell miteinander. Und die Einfahrt kann man auch leicht mal verpassen, denn entgegen der Vorstellung eines Highways sind hier nur etwa die ersten 34 Kilometer überhaupt asphaltiert. Der Rest des Highways besteht aus Schotter und kann man daher auch schon mal als Highway übersehen. Zeitpunkt des Baus 1957 war der Denali Highway für etwa 15 Jahre lang die einzige Straße zum Denali Nationalpark. Und genau dort wollen wir jetzt hin. Es gab auf unserer Tour ja schon einige "Was machen wir hier eigentlich?" Erlebnisse. Und im Denali sollte das nächste folgen. Mit dem Camper dürften wir nur etwa 15 Meilen in den Park einfahren. Man könnte hier auch einen Campground anfahren und von hier Tagestouren starten. Machen wir auch noch. Aber wir hatten uns überlegt, das volle Denali-Feeling mitzunehmen.
Also wollten wir mit unserem Zelt in einem Bus etwa 90 Meilen in den Park gefahren werden und am Wonder Lake Campground eine Nacht verbringen. Mit Aussicht auf den Denali, dem höchsten Berg Nordamerikas und zwischen den Bären. Also das Nötigste rein in unsere Trekkingrucksäcke. Und ja, es war wirklich nur das Nötigste. Und ab dafür. Ready for the wild. Da sind wir am Denali Nationalpark bzw. am Visitor Center. Und wir sind verdammt schwer bepackt. Denn für uns geht's jetzt zum Wonder Lake Campground. Und wir sind, ja, ich würde sagen, wir sind gut gerüstet. Und da sind wir on the road direkt hinein in den Denali Nationalpark. Wir sitzen hier in so einem schicken grünen Camperbus. Unsere Rucksäcke sind hinten verstaut und jetzt geht's für uns 90 Meilen in die Wildnis. Es ist soweit. Wir haben es bis zum Wonder Lake Campground geschafft und jetzt geht gleich auch schon die Sonne unter, weshalb wir hier direkt am Reflection Pond stehen, dem berühmtesten Fotopunkt, den es hier unten gibt, und wir werden hier jetzt hoffentlich ein paar richtig, richtig schöne Aufnahmen einfangen. Unglaublich. Mitten in der Wildnis haben wir unser Zelt aufgeschlagen mit einem wundervollen Blick auf den Denali, auf das Wahrzeichen des Parks, ein Berg, welcher über 6000 Meter hoch ist. Und ja, wir sind sehr gespannt, ob es diese Nacht ein paar Nordlichter für uns gibt und vor allen Dingen morgen dann auch einen traumhaften Sonnenaufgang. Die Nordlichter haben wir leider nicht gesehen und verweilen daher wie der Elch auf unserer Bucketlist. Dafür hat es aber mit dem traumhaften Sonnenaufgang geklappt. Zum Frühstück gab es warmen Tee zum Aufwärmen und Müsli. Es gab hier am Campground extra diese Hütten, wo man nicht nur sämtliches mitgebrachtes Essen einschließen musste, sondern dieses dann auch ausnahmslos hier zu sich nehmen musste. Jegliches Essen oder andere geruchsstarke Utensilien am Zelt aufzubewahren, ist bei so vielen Bären in der Umgebung keine gute Idee. Direkt hier am wunderschönen Wonder Lake. Wir werden jetzt hier unseren vollen Tag in vollen Zügen genießen und einfach ein wenig die Gegend erkunden. Mal schauen, was wir alles so entdecken. Es war wirklich ein krasses Erlebnis, hier gewesen zu sein. Fuhren nach dem Mittagessen, aber auch wieder voller Vorfreude zu unserer Daisy. Mehr als ein dünnes Zelt um sich herum und zwischen sich und einem Bären zu haben, gefällt uns tatsächlich irgendwie besser. Am nächsten Tag ging es dann aber auch nochmal rein in den Park. Ein neuer Tag hier im Denali Nationalpark. Nachdem wir vom Wonder Lake weg sind, haben wir hier jetzt noch einen ganzen vollen Tag, wo wir später am Savage River Campground übernachten werden. Also auch wieder mitten im Park. Wir werden den Tag nutzen, um viele kleine Trails zu laufen, um mit dem Auto die Park Road entlang zu fahren. Unsere Campsite ist bezogen. Wir haben uns jetzt ja am späten Vormittag hier auf den Savage Alpine Trail gemacht. Wir haben das kurze Waldstück schon hinter uns gelassen und ich glaube, es wird eine super schöne 7 Kilometer Runde. Und sie hat uns wirklich gut gefallen.
Als unsere letzte Wanderung hier in Alaska haben wir die einzigartige Umgebung nochmal so richtig auf uns wirken lassen. Die Natur hier hat es uns wirklich angetan. Aber die Aussicht ist es wert. Alaska. Unser Edgeventure geht jetzt leider vorüber. Jetzt heißt es Abschied nehmen hier aus dem wunderschönen Denali-Nationalpark. Und nicht nur aus dem Nationalpark, sondern von Alaska, unserer Daisy und der Freiheit, die wir noch nie so stark gespürt hatten wie hier. Und ein Wunsch ging auf dem Weg zum Flughafen dann doch noch in Erfüllung. Mitten in Anchorage haben wir noch unseren Elch gesehen. I woke up feeling on top of the world. Like nothing's ever gonna bring me down. This feeling got me flying high as a bird. I may never touch the ground. It may not be my birthday, but I just wanna celebrate.